Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Blue Fire. So. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Deswegen muss ich mal gucken. Ach gut, nehmen wir. So. Gefäß der Seelen. Da komme ich nicht rüber. Nur da komme ich hin. Weiß gar nicht, ob ich das da unten schon hatte. So, da lang komme ich auch noch nicht. Da fehlt mir auch irgendwas. Der Schlüssel. Den habe ich noch nicht gefunden, den Schlüssel, ne? Tempel der Götterschlüssel habe ich noch nicht. Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass ich es gespielt habe. Deswegen muss ich jetzt mal wieder gucken. Wenn ich da oben irgendwie raufkommen könnte, wäre ganz nice. Hier geht's aber nicht höher, ne? Nein. Sechs Ding. So, da oben komme ich nicht hin. Komme ich denn auf die andere Seite? Das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Okay. Ja. Da oben komme ich halt nicht lang, weil die Tür zu ist, ne? Und da auch komme ich nicht, weil die Ausdauer nicht reicht. Ne, reicht die Ausdauer nicht. Nicht mal mehr ansatzweise. Ja, das ist jetzt tricky. Wo muss ich lang? Darunter will ich ungern, weil da komme ich ja her. Mana? Nimm den Segen. Ja, gut. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht hauptsächlich haben. Mana-Kraft erhöht, aber ausruhen kann ich auch einmal. Danke. So, also dann wollen wir mal hier höher wieder. Thank you.
Okay. Danke, Drecksding. So, ich stelle mir jetzt, glaube ich, berechtigterweise die Frage, wie komme ich darüber? Was war hier nochmal? Hier war das, wo ich, glaube ich, nicht weiterkam. Wo ich extrem schwer war. Yep. Und hinter der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Der hat mir nur gesagt, wie das Land so in der Entfernung aussieht. Ne? Sag mir, willst du mit mir handeln? Oh, das Markterz. Was bringt mir das? Das hier war es extrem schwere, ne? Ja! Und das ist erst 3 von 5. Aber hey, das ist ja auch für Kinder gedacht, das Spiel. Kann ich mal wieder erwähnen. Ich mir denke, Alter, die Kinder sind ja frustriert hoch 10. Das funktioniert doch niemals. Wieso macht er da keinen Wandsprung? Mann. Das ärgert mich, warum man da keinen Wandsprung macht. Weil dann würde ich da oben hinkommen. Hm. So. Ich wüsste jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo lang. Bin ja froh, dass ich jetzt weiß, dass ich da lang kann. Dass der Weg da jetzt für mich frei ist. Ja, du hast mir nichts zu sagen weiter, das weiß ich. Neuen Tanz habe ich auch noch nicht gefunden. Ich könnte jetzt den ganzen Weg zurückgehen, aber das bringt mich auch noch nicht weiter. Was war da nochmal? Was hatten wir hier nochmal zu finden? Ich habe Angst, meine Mama fehlt mir. Ja, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Es tut mir leid. Hm. Den, glaube ich, hatte ich ja schon, ne? Genau, das war Ugos Gleiter, das war der ganz schwierige. Komm her. Danke. Da ging es den Turm hoch. Hm.
Ich weiß es gerade echt nicht, wo ich lang müsste. Aber bei dem anderen kam ich ja nicht lang. Der hier hatte auch nichts Besonderes für mich, wenn ich mich recht entsinne. Handeln, was hat er? Ein besessenes Buch? Verdoppelt die Menge gesammelter Erze. Stellt Gesundheit wieder her, wenn du Gegner tötest. Ein glänzender Lederbeutel kann bis zu 99.000 Erze. Seltener Schnee. Also. ...4.000 ausgeben und kann bis zu 9.999. Also ich brauche erstmal... Erze. Die Frage ist jetzt, wo bekomme ich am besten und am schnellsten Erze her? Es sind immer hier nur so einzelne. Das war der Dungeon. Ach halt, ich muss ja darüber. Das waren 200. Da ist der alte Mann. Da drüben sind auch noch Truhen. Ich glaube auch nicht, dass das hier der Weg sein wird, den ich gehen muss. Nee. Okay. Ich weiß, es geht runter. Das weiß ich. Ich weiß, da geht's rüber. Aber erst, wenn wir das da geschafft haben. Haben wir den da schon gemacht? Der sieht aus wie geschafft. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt so viel Schaden hier genommen habe. Eigentlich dachte ich, ich hätte ihn immer getroffen, aber hat er mich die ganze Zeit getroffen. So, von da unten komme ich her. Das habe ich abgeschlossen. Hier wird es nur weiter runter gehen. Wo ich da dann wieder raufkomme. Den Punkt da, glaube ich, habe ich mir noch nicht wieder angesehen. Ich muss irgendwo diese Essenz finden. Na, ich weiß echt nicht, wo. Ja, hundertprozentig in einen von diesen beiden Dingern da. Aber wie komme ich da hoch?
So, danke. Da war ich ja schon. Reisende, hör dir mein Leid an. Vor langer Zeit traf ich ein Heizhaus. Mädchen schien zur Zeit große Not auf sein Heiligtum. Nachdem sie wieder gesund war, wurden wir beste Freunde. Sie hat den Rest ihres Lebens im Heiligtum verbracht. Leider habe ich vergessen, wie sie aussieht. Bitte, Reisende, hilf mir, mich an sie zu erinnern. Ja gut, aber wie mache ich das? Ich muss zum Heiligtum. Da ist sie. Vielleicht ist das Heiligtum ja hier unten. Okay, er ist weg. Na komm, geh kaputt. Da muss ich rein. Und ich brauche eine bessere Waffe. So, und hier kam ich dann hoch. Also ich kam hier hoch. Das heißt doch nach einer rein Theorie, wenn ich hier oben bin. Schaffe ich da ja gar nicht rüber. Und ganz da oben ist sogar noch mehr. Da ist noch eine Kiste. Ah, da muss man erstmal hinkommen. Aber wie komme ich jetzt nach ganz oben? Ich muss da hinkommen. Und die Frage ist, wie? So. Blödes Drecksding. Weil das hier sieht nochmal viel weit entfernter aus als das andere, ne? Ja, das meine ich ja. Keine Chance. Und da kommt man nicht lang. Verlassener Pfad. Na gut, was bleibt mir anderes übrig, als jetzt darunter zu springen? Und hier schnell zu flüchten. Weil das war jetzt gerade echt knapp. Keine Ahnung. Ich kann es doch nicht sagen, wo ich lang muss. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen am Verzweifeln. Vielleicht hier auf die andere Seite. Komm, geh kaputt. Oh. Ein Tempel. Why not?
Klar, wir benutzen den Tempel. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Schlüssel für einen Tempel habe. Einfach mal so random Tempel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch den Tempel im nächsten Part, oder? Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Tschüss.